Der neue Shop ist da, wo wir jetzt natürlich direkt einmal drauf gehen werden. Und heute gibt es sogar mehrere coole Sachen. Es gibt seltene Sachen und auch ganz oben gibt es das neue Crew-Paket für den Dezember. Und da würde ich sagen, gucken wir direkt einmal rein. Hier gibt es jetzt das Crew-Paket mit der Yoni die Rote. Das ist dann der Skin für den Dezember. Ja, sieht okay aus. Hier gibt es noch Rückenaccessoire, einfach eine Tasche hier. Und dann gibt es noch diese Hacke, so ein Schwert einfach. Und das ist der Ton. Und beim Schlagen wird die immer roter, sehe ich gerade. Das sieht nice aus. Und am Ende glüht die dann sogar ein bisschen auf. Ehrlich gesagt, eine nice Hacke. Also die fühle ich schon. Hier gibt es dann noch Ladebildschirm. Und da sieht man auch mal hier die Hacke und den Skin. Okay, das ist wirklich ein cooles Crew-Paket. Ansonsten gibt es darunter den Gurkenrig. Ich glaube, den konnte man beim Halloween-Event umsonst bekommen. Bin ich mir relativ sicher. War also mal ein Gratis-Item und das gibt es dann jetzt hier zu kaufen. Also für die Leute, die es nicht holen konnten, beziehungsweise nicht die Aufgabe gemacht haben, die können sich dann jetzt hier das Rückenaccessoire holen mit diesem passenden Ladebildschirm. Okay, interessant. Also hier ein Item, was mal gratis war, jetzt kaufbar. Daneben gibt es nochmal die ganzen Mecha-Morty-Sachen und auch hier noch die restlichen Rick and Morty Sachen, die eigentlich auch schon sehr, sehr lange am Start waren. Ist alles 17 Tage her. Ich glaube, da muss man gar nicht viel zu sagen. Und da machen wir direkt mal weiter mit dem Nussknacker-Paket. Das ist schon ein bisschen seltener. 330 Tage her. Hier gibt es einmal den Oberknacker mit dem Rückenaccessoire. Die Knackerella mit ebenfalls einem Rückenaccessoire. Hier, das ist dann der Oberknacker. Ist auch ganz cool gemacht. Dann gibt es noch eine Hacke dazu und das Emote. Ja, die Sachen, wie gesagt, 330 Tage her. Darunter das Fischstäbchenpaket. Ist knapp einen Monat her und muss man ehrlich gesagt nicht viel zu sagen. Es sind halt Sachen, die sehr, sehr oft am Start sind. Okay, alles einzeln kaufbar noch und hier geht es auch weiter. Nach 2 Monaten die Schrotterritter Jules zurück. Dann gibt es das Hachiwat-Paket, ist auch 2 Monate her. Und okay, ja, muss man nicht viel zu sagen. Alles Sachen, die man halt sehr, sehr, sehr oft sieht. Ich muss aber immer noch sagen, dass der Gleiter ganz nice aussieht, wegen dieser Animation oben. Ja, gut, jetzt endlich bei den täglichen Sachen. Da wollte ich auch wirklich wieder unbedingt hin, denn hier gibt es wieder extrem seltene Sachen. Erstmal vorne die Speerveteranin. Die ist auch nur knappe 2 Monate her. Gibt es hier mit ohne Mütze noch. Und dann gibt es die Astra auch nach 2 Monaten zurück. Und dann kommen wir auch schon zu was Krassem. Und zwar Hackweiser. Diese Wegweiser-Hacke mit diesem Schild hier dran ist 1300 Tage her. Das ist der Ton hier. Wirklich verdammt selten. 1300 Tage konnte man die nicht kaufen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, das ist nicht wirklich die schönste Hacke, also ich würde sie mir auch nicht holen. Aber wie gesagt, 1300 Tage her. Poké darunter natürlich sehr, sehr oft im Start, nach einem Monat zurück. Dann gibt es der Beat. 796 Tage her, also auch schon wieder extrem selten. Und Windig. 1129 Tage her. Das ist natürlich auch wieder sehr, sehr krass. Okay. Eine Ziege ist noch geblieben und der Rest hier unten ist auch noch gleich geblieben. Demnach war es auch schon. Also oben neues Crew-Paket am Start. Neues Item, was man auch schon mal gratis bekommen konnte. Und halt sehr, sehr seltene Sachen. Und das war es dann auch schon. Wir sehen uns dann, wie gesagt, beim nächsten Shop.